Kapitel 4 Versunken. Diese Nacht. Ich sollte Terry anrufen. Ja, natürlich. Diese Nacht also ohne Albtraum offenbar und Dave ruft sogar automatisch an diesmal. Also scheint es wichtig zu sein. Ingram? Hi, ich bin's. David. Hör mal, tut mir leid wegen gestern. Ich bin ein bisschen mit den Nerven runter. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich hier für Ärger habe. Mal was anderes. Terry, du musst mir Geld leihen. $2,000. Kannst du mir das schicken? Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch, Kim hat die Kreditkarte sperren lassen. Also, geht das? Nein. Nein? Wieso nicht? Bist du nicht flüssig? Ich werde das nicht unterstützen, David. Du wirst was nicht unterstützen? Du bist am Ende. Merkst du das nicht? Kim hat das Konto nicht überzogen, David. Warum lügst du? Natürlich hat sie. Sie kann selbst kein Geld mehr abholen. Das kann nicht sein. Oh doch. Ich denke schon, dass das sein kann. Sie hat mir noch andere Dinge über dich erzählt, David. Dinge, die bei dir immer anders klangen. Du gehörst in Behandlung. Sofort. Was hat Kim gesagt? Sie hat mir von der Party erzählt, David. Du warst betrunken. Du hast die Petroleumflasche nach ihr geworfen. Oho. Die Flasche ist im Grill gelandet. Und es war deine Schuld. Das ist nicht wahr. Doch, David. Es ist wahr. Es war ein Unfall. Nein, es war deine Schuld. Es wird Zeit, dass du dir das eingestehst. Das ist nicht wahr. Hör auf. Bei deiner Army-Entlassung war es doch genau dasselbe. Du warst betrunken und du hast einen der Probanden angegriffen. Am Simulator. Während der Sitzung. Ich... Es steht in deiner Akte. Meine Akte? Woher hast du meine Akte? Frank hat sie angefordert. Meine Akte ist bei der verdammten NSA. Nicht mehr. Frank hat eine Kopie für den Scheidungsprozess. Das ist ja wohl das Allerletzte. Nein, das Allerletzte ist das, was du machst. Was mich angeht, ich verkrafte das. Aber was du mit Kim machst, David, das ist unverzeihlich. Was mache ich denn mit ihr? Hat sie dir erzählt, dass sie ein Messer mit ins Bett nimmt? Ein Messer? Ein Messer. Sie schläft keine Nacht mehr. Und der Grund bist du. Warum hat sie das nicht mir erzählt? Schrei mich nicht an. Du hättest dich sofort in Behandlung begeben müssen. Schon damals, nach deiner Entlassung. Deine Ehe rettest du nicht mehr. Aber vielleicht rettest du wenigstens dich selbst. Terry, ich kann das nicht glauben. Was ist nur passiert mit uns? Die Frage ist, was ist passiert mit dir? Vielleicht findest du es raus. Ich wünsche es dir. Was ist mit Kim? Kann ich... Ich kümmere mich um sie. Ich muss Schluss machen. Mach's gut. Mann, was soll man hier noch glauben, ist die Frage. Ich kann mir bei beiden Seiten der Medaille nicht vorstellen, dass sie vollkommen richtig sind. Also, ich weiß nicht so richtig, aber eine Petroleumflasche in den Grill geworfen, das ist schon ziemlich bitter. Also, das ist... Hey, Mr. Flynn? Sir? Bei dir gibt's nichts. Ich muss los. Bis später. Guten Tag noch, Sir. Okay. Dann gehen wir mal in den Central Park, denn Kim müsste ja jetzt da sein. Gut, vielleicht am Geldautomat irgendwas? Nö, jetzt gut. Jetzt nicht, ich habe was anderes zu tun. Ach, mit um 8 war um 8 am Abend gemeint, oder wie? Okay, dann machen wir ja zurück zur Klinik. Sieh mal an, ein bekanntes Gesicht. Ach, schon wieder. Der beobachtet uns. Ach, der Dr. Young. Na sowas. Ach doch, das ist doch auch der, der Moment die... Moment mal, ist das da hinten nicht? Ja, ist es. Und der Typ im Trenchcoat ist doch auch der das Hospital verlassen hat, der die Klinik verlassen hatte, als wir damals reingekommen sind, der angeblich ein Pharmavertreter war, was er natürlich bestimmt nicht ist. Und ich denke, der wird uns beobachten, dieser Mistsack. Ich verstehe bloß nicht, was Dr. Youngs Beweggründe sind, dass wir hier beobachtet werden und dass hier sich alle gegen uns verschwören quasi. Ich glaube ja bald, dass die Army gerade uns beauftragt hat als Psychiater,
weil wir eben so eine Vorgeschichte haben mit dem Alkohol und weil wir dann als unglaubwürdig quasi hingestellt werden können, wenn wir am Ende einen Befund abgeben oder irgendwie sowas, damit die Army halt ihre Machenschaften vertuschen kann. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Dr. Young ist dann mit denen unter einer Decke und dieser Typ hier im Trenchcoat, der wird dann irgendwie mit denen auch zusammenarbeiten, entweder von der Army oder von der NSA sein oder was weiß ich. So. Bevor wir aber mit den beiden quatschen hier, bevor wir die konfrontieren, würde ich sagen, mache ich mal einen kleinen Cut hinein, denn ich glaube, meine Platte ist gleich schon wieder voll. Zumindest könnten die Lags, die ich die ganze Zeit hier habe, oder die Frame-Einbrüche ein bisschen darauf hindeuten. Und dann sehen wir uns entweder gleich oder in der nächsten Folge wieder, jedenfalls in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, gehabt euch wohl und tschüss. So, auf geht's zu neuen Schandtaten und damit herzlich willkommen zurück in einer neuen Aufnahmesession. Vermutlicherweise müsste ich eher zu mir herzlich willkommen zurück sagen, weil ihr wahrscheinlich immer noch da seid. So, dann wollen wir mal schauen, was es mit den beiden hier vorne auf sich hat. So ein bisschen mysteriös ist das ja schon, ne? Ich glaube ja, dass die irgendwas miteinander zu tun haben. Und ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Aufnahmesession schon erwähnt habe, aber ich glaube, dass der Typ hier auch der ist, den wir damals in der Klinik gesehen hatten, der dann so plötzlich weggerannt ist. Der ja angeblich ein Pharmavertreter war. Ich habe mir aber überlegt, wenn er sagt, dass er für einen der größten Arbeitnehmer des Landes arbeitet, Quatsch, für einen der größten Arbeitgeber des Landes, dann könnte das unter Umständen vielleicht das Militär sein, ne? Kann auch sein, dass ich das schon in der letzten Aufnahmesession erzählt habe. Egal, wir reden jetzt jedenfalls mal mit den beiden. So. Hi. Tja, so sieht man sich wieder, was? Oh, Mr. McNamara. Sie kennen sich? Ja, ja, natürlich. Wenn man oft die Fähre benutzt, kennt man irgendwann jeden, der mitfährt. Mhm. Na klar. Meine Güte, der Sturm ist noch stärker heute. Man muss verdammt aufpassen, dass man nicht zu dicht an den Anleger geht. Absolut. Wissen Sie, wie tief das Wasser hier ist? Wissen Sie's? 15 Meter. Das ist eine Menge. Oh ja. Sind Sie ein guter Schwimmer? Nicht so besonders. Droht er uns? Ich auch nicht. Dann passen wir wohl besser auf uns auf. Mhm. Sie sind so still, Doktor. Etwas nicht in Ordnung? Doch, doch. Alles bestens. Die Fähre kommt. Wir können uns ja an Bord noch ein bisschen unterhalten. Sicher. Also dann. Der hat uns doch gedroht. Netter Kerl, dieser Mister. Wie heißt er eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Wissen Sie zufällig, für welche Firma er arbeitet? Nein. Und es interessiert mich auch natürlich nicht. Natürlich nicht. Kommen Sie nicht mit rein? Nein. Ich muss noch etwas erledigen. Ach so. Nachher bin ich aber für Sie da. Und Sie haben ja den Beeper. Ich bin ganz in der Nähe. Na gut, dann sehen wir uns nachher. Ich glaube, heute wird ein guter Tag. Ich bin gut vorangekommen. Die Mädchen sind sehr zugänglich inzwischen. So, das freut mich. Naja, bis später. Ja, seine Erledigungen sind bestimmt, dass er sich jetzt nochmal mit dem treffen muss. So, gibt's denn von dir irgendwas Neues, mein Freund? Hast du irgendwas gesehen die Nacht? Ach, ich glaube, du hast ja gar nicht aufgepasst deswegen, ne? Naja, egal. Da hat er halt nichts, auch egal. Okay, vielleicht auch doch. Warum auch immer. Morgen. Morgen. Wir sind wohl gestern ein bisschen aneinander geraten, was? Vergessen wir das? Vergessen wir das. Okay. Ich habe schon genug Ärger. Ich auch, Doc. Ich auch. Ich muss rein. Wir sehen uns später. Viel Erfolg. Wird er jetzt so unser neuer Therapeut also hier? Beziehungsweise wird er unser Therapeut jetzt, dass wir mit dem so reden können? Vielleicht wird er ja unser erster Kumpel hier in New York. Das wäre ja mal schön und vor allen Dingen wäre es Dave zu wünschen. So, erstmal raus aus dem Regen und jetzt sind wir ja hier theoretisch ganz alleine, würde ich denken, oder? Abgeschlossen. Abgeschlossen. Oder ist jetzt vielleicht hier die... Wie hieß sie denn? Tamara ist hier denn da? Abgeschlossen. Nein, auch nicht da. Okay, dann sind wir jetzt wirklich ganz alleine mit unseren Patienten. Und Tamara scheint wirklich gar nicht mehr da zu sein. So, jetzt muss ich zugeben, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich aufgehört habe das letzte Mal. Wie kriege ich das denn jetzt raus am blödsten? Moment, wir haben. Nein, das ist, verdammt, das ist jetzt problematisch, weil ich jetzt die Folgen geschrieben habe für, beziehungsweise weil ich die Texte für ältere Folgen geschrieben habe. Und jetzt meine Erinnerungen vom letzten Mal mit denen der Folgenbeschreibungen durcheinander kommen. Das heißt, ich weiß nicht mehr, was wir als letztes gemacht haben. Protokolle, ja, wir hatten das mit dem... War das das letzte gewesen mit dem Funkspruch? Den Funkspruch haben wir aber schon abgehört gehabt.
Ansonsten, das ist jetzt gar nicht so einfach, muss ich mal so zugeben. Ist hier irgendwas? Nee, das war schon, glaube ich, ne? Was ist das? Jetzt packe ich meine Sachen. Ah ja, genau. Jetzt packt er seine Sachen, das hatten wir schon. So, dann schauen wir nochmal hier, Zelle 1. Ach, na eben, Zelle 1, natürlich Zelle 1. Wir wollten doch hier dem Mann hinterherhetzen. Oder hatten wir das schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Er ist noch nicht so weit. Er ist noch nicht so weit. Ich glaube, wir hatten das schon. Wir klappern mal einfach alle ab. Vielleicht müssen wir auch gar nichts vorspielen. Die werden ja immer zugänglicher. Oh! Was ist denn hier los? Wow! What the fuck? Oha. Schlecht. Sehr schlecht. Dave zeigt auch die wahnsinnigen Gefühlsregungen hier, Gemütsregungen. Ich meine, die Frau hat geschätzte 100 Liter Blut verloren und sitzt da tot in der Ecke rum. Und ihn interessiert es überhaupt nicht. Oh Gott. Oh mein Gott. Dr. Young. Dr. Young. Spitzenreaktion. Eine Spitzenreaktion. Ich bin begeistert. So, wo haben wir diesen Pager? Hier, drück mal. Was gibt's denn schon wieder? Ja, was denn wohl? Oh, gute Güte. Tja, das sieht aber nicht gut aus. Ja. Da ist nichts mehr zu machen. Mehr haben Sie dazu nicht zu sagen? Wie ist das passiert? Ich würde sagen, sie hat sich die Pulsadern geöffnet. Mit einem stumpfen Gegenstand. Wird nicht leicht gewesen sein. Wie konnte das passieren? Hat denn niemand etwas bemerkt? Sie hatten ja selbst darum gebeten, dass wir die Patienten in Ruhe lassen, David. Das ist das Ergebnis. Ich gratuliere. Was soll das heißen? Wollen Sie sagen, das hier ist meine Schuld? Sie muss obduziert werden. Ich will wissen, wie das passieren konnte. Sie sehen es doch. Sie haben einen Fehler gemacht. Und nicht den ersten. Ja, ist klar. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich rufe jetzt den Krankenwagen. Ah, verpiss dich. Blöde Arschkrampe. Mann, muss mal so gesagt sein. Mit einem stumpfen Gegenstand die Pulsader aufgeschnitten. Ist klar, willst du mich verarschen oder was? Mein Gott, das darf alles nicht wahr sein. SMS, super. Das war garantiert der Dr. Young, oder die haben hier irgendjemanden über Nacht reingeschmuggelt, um der Guten hier die Pulsader aufzuschneiden. So, Nachrichten runter. Ich fände es ja schön, wenn das Scrollrad funktionieren würde, wenn man hier runter macht. So, Kim, Termin morgen. Ach, morgen ist er erst. Ich dachte, es wäre schon heute. Heute Abend oder so. Na gut. Kim, ich wollte nur Bescheid sagen. Ich komme morgen. Das ist gut schon mal. Ich habe alle Unterlagen zusammengesucht. Es müssten heute Abend auch Sachen für dich im Hotel ankommen. Also dann bis morgen um 9, um 8, Kim. Sehr gut. Immerhin hält sie sich ja an ihr Wort. So, die Frage ist jetzt bloß, was tun wir? Kommen wir hier rein? Abgeschlossen. Nee, dann müssen wir wahrscheinlich draußen zum Krankenwagen, nehme ich mal so an. Wenn denn da einer ist, ist natürlich nicht. Gibt's bei dir irgendwas? Hast du was gesehen? Miller, haben Sie noch mal kurz Zeit? Ich wollte Sie fragen, ob... Tut mir leid, Doc. Keine Zeit. Oh, warum nicht? Was liegt denn Dringendes an? Keine Fragen mehr. Unsinn. Ich dachte, wir hätten die Sache vergessen. Die Sache von gestern Abend. Doc, ich sagte keine Fragen mehr. Oder ist was anderes passiert? War jemand bei Ihnen, Miller? Hat Ihnen jemand verboten, mit mir zu reden? Das waren jetzt noch drei Fragen. Jetzt seien Sie nicht albern und sagen Sie mir, was los ist. Ich kann nicht. Sie können nicht? Werden Sie bedroht? Gehen Sie rein, ist besser. Für uns beide. Ja, ja, ja. Aha. Und Doc, passen Sie auf sich auf. Sie haben mehr Ärger, als ich dachte. Sie spinnen jetzt komplett, Miller, oder? Auf die Sorte Scherze stehe ich überhaupt nicht. Alles Gute. Tja, das wünsche ich Ihnen auch. Ganz große Klasse. Also dann. Also, es ist definitiv eine Verschwörung gegen uns im Gange. Achso, nee, das bringt's nicht. Komm, lass... Ach, egal. Lauf halt hin. Ziemlich trostlos. Ich suchte eigentlich nach dem Krankenwagen. Steht er vielleicht hier draußen? Sieht auch nicht so aus. Nee, dann gehen wir wieder rein. Los, geh rein.
Mann, jetzt schlitzen sich schon oder werden schon unsere Patienten hier aufgeschlitzt. Das kann auch echt nicht wahr sein. Und natürlich sind wir dran schuld, ja ist klar, blöder Dr. Young, Arschloch. Abgeschlossen. Überall ist abgeschlossen.